Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Abenteuer hier in TD2. Das ist ein eher ungeplantes Video. Ich habe nämlich gerade gesehen, dass die Station Stachelipobo wieder da ist. Gerade die Alteingesessenen von euch kennen die Station. Jetzt gerade online zum allerersten Mal nach langem wieder auf PL1 und da lasse ich mir jetzt gleich mal einen Fahrplan geben, dass wir hier durchfahren mit einem MPE. Standard EP 07 und ich hoffe, das klappt und ich bin schon so gespannt drauf. In meinen Anfangszeiten vom TD2 bin ich des Öfteren durch Stachelipobo gefahren, bis es dann verschwunden ist. Sehr geile Station. Würde ich dann auch gerne mal dispatchen. Und da ist es auch. Oh, wir fahren doch Zigirs durch. Chairman Thomasko und Stachelipobo 1557. Oh, wie geil! Nice, nice, nice. Und auch gleich beim zweiten Bahnhof in Stachelipobo. Da hat es ja eine kleine SBL dazwischen. Abfahrt 27, das ist jetzt. Es hat aber sportlich gemacht hier. Ja, tun wir die Lichter schon mal umstellen. Und bleiben da mal ganz kurz stehen. Da hätte es wohl mal ein bisschen mehr Vorlaufzeit geben können, du. So starte ich schon verspätet. So, einmal kurz nach draußen gucken. Das sieht doch gut aus. Sehr gut. Ja, machen wir mal Express-Start hier. Will nicht zu viel Zeit verlieren. So, plus für dich. Schnell weg hier. Ich habe mir noch kurz überlegt, ob ich direkt ins Stachelipobo starte. Aber ich dachte, nee, lieber durchfahren an sich ein bisschen mehr. Und mal schauen, wie sich das verändert hat. Von den Erinnerungen, die ich zur Station noch habe. mal kurz schauen. Das ist neutral. So, 120, 170, 120, 100. Da können wir wenigstens mal ein bisschen fahren hier. Mit Ausnahme da hier in Zigirsk. Und ich muss mal schnell etwas ausmachen, was Lärm macht. So. Game. So, Instrumentenbeleuchtung. Ich weiß nicht, ich mache das irgendwie immer an. Sieht irgendwie schöner aus. Gibt's nicht. Warum müssen die Leute eigentlich immer dann nerven, wenn ich ein Video mache? Dann schreiben sie eben alle. Als wenn die da gefühlt irgendwie so Zinsen dafür haben. Obwohl er nimmt auf. Jetzt nerven. Ah ja. Ja, doch, aber es freut mich, dass jetzt immer mehr von diesen alten Stationen kommen. Also ich glaube, es sind noch zwei, drei andere alte, größere, die jetzt demnächst kommen werden.
Schön zu sehen. Schön zu sehen. Wir müssen immer noch das Video fertig machen für Loponiek. Loponiek? Jedenfalls eine Güterstation. Da war ich jetzt schon ein paar Mal drin. Und habe tatsächlich einen Teil schon aufgenommen. Aber noch nicht fertig gemacht. Kommt auch noch. Ist eine super Szenerie, um Fotos zu machen. Also eine große Kurve, die man von der Weiten schon sieht. Wo das richtig geil aussieht, wenn da zum Beispiel so ein langer Güterzug reinfährt. Aber wie gesagt, wieder dazu. Kommt noch, beziehungsweise je nachdem, wann ihr das schaut, ist es dann auch schon draußen. Und ich habe jetzt nebenbei Stationik offen von Stachelipovo. Und es war zum allerletzten Mal online. 3 Stunden und 16 Minuten. Am 31.12.2022. Das war das letzte Mal. Und auf Stationik ist es tatsächlich jetzt noch als unsupported gelistet. Level 7 ist er momentan drin. Und zwar uns momentan TOW 22, 2, 11. Man hat ECT 1 und ETC 2 Spawn. Aber nichts für einen normalen Personenzug. High Level hier unterwegs. Ich glaube, der hat eventuell den gleichen Plan. Ich glaube, wir gehen mal eine Stufe höher hier. Auch ein bisschen mehr Umf. Jetzt sind schon 3 Spieler jetzt da in die Probo. Ja, da war jetzt nicht gerade unbeliebt, die Station. Oh, echt jetzt? 30? Schon wieder High Level hier. Oh, gut, dann bremsen wir halt hier mal. Mal vielleicht ein bisschen mehr bremsen. Ja, doch. Da bremsen wir wieder runter. Ne, 30 hier. Ach, da vorne. Sieh, mal kurz um sehen. Aus so einem Bahnhof, der auf der To-Do-Liste steht. Habe ich bis jetzt noch gedrückt davon. Aber hat ein tolles Pult. Was hätte man da sein sollen? 36. Und so ein bisschen hinter der Zeit. Ich glaube, das ist der Anschluss in der Realität nach Zigirs Kontrovers da nach hinten. Meinte ich.
Sie. Steht denn der Troublemaker? Ach, da hinten. Der wartet vermutlich darauf, dass ich da wegfahre. Dem es der gleiche Anschluss ist. So, let's break. Und wir sind drinnen. Wunderbar. Wir hätten ein bisschen weiterfahren können. Da kommen jetzt die Leute drüber hier und steigen ein. Ah ja, solange wir nicht überschossen haben. Und wir haben keine Ausfahrt. Los geht's, was ist los? Mag Chami nicht. Es wäre auch zu schön, wenn wir da einfach durchfahren könnten. Ach, der Troublemaker fährt sogar zu Gears Kontrovers. Yes, Ausfahrt. Ja, Moment mal. Ja, das kann aber der nicht ganz stimmen, jetzt ist jetzt kontrovers. Das war, glaube ich, war doch eingleisig. Mit der Ford eingleisig? Oder war das, ach, warte mal, war zweigleisig eh nicht nur auf der Seite, wo wir reingekommen sind, alles andere eingleisig? Ich hab's gerade voll nicht im Kopf. Ja, doch, eingleisig. Alles klärchen. Sieh, geh mal raus hier. Checken, Mikrofon, ja, boah, ist was jetzt noch gewesen. Mikrofon nicht an und die ganze Zeit auflieb. Kleines, tiny bit zu schnell. Ach ja, Details. Haben sie mal ein bisschen. Und ich weiß, Lokbremse ist böse. Sidele Chermin, geplanter Halt 47 bis 49. Und da geht's auch schon los mit Starlight Lipopo. Nicht crashen. Ich hoffe so sehr, sie findet diesen Crash-Fehler, der momentan in TD2 rumschwirrt.
Sir, 140, Gas geben. Jankowski und der Tankit. Den habe ich gerade vorher in Discord gesehen. Oder das mit Sarah Lipovo ebenfalls gepostet hat. Ja, wird da auch durchfahren. 100 Pro. Zedrey. Und ja, für alle, die es gar nicht kennen, die Station, ist es vermutlich jetzt nicht so der Hype. Aber es ist eine echt tolle Station. Das ist so quasi ein V-Bahnhof. Dann kommt eine SBL. Und da, glaube ich, geht es auf der anderen Seite auch nochmal zweigleisig weiter. Rennen als FDL, kann man da richtig viel Spaß drin haben. Auch wenn ich das nie gemacht habe, damals war ich weit entfernt von High Level. Tja, mehr Leistung gibt's nicht, das ist alles. Es wirkt gerade so ein bisschen, als wären wir keine Einfahrt haben. 2 Kilometer. Ja. Yeah. Mensch, Jermin, haben Sie mich vergessen? Ah. Da hat er es wohl noch gesehen. So, ich denke, so soll es passen. Ja, 44 hier durch. Wir sind on time. Ah ja, und ich wundere, wenn die Grafik übrigens ein bisschen schlechter aussieht als sonst in TD2. Mal die Einstellung ein bisschen runterdreht, weil ich die letzte Zeit ein paar Mal im Biala unterwegs gewesen bin und das ansonsten mit den Frames nicht so geil ist. Die Zeit hätte ich wieder umgestellt. Der Föni Bonhof. Ja, da sollte ich vielleicht ein bisschen mehr bremsen. Der Bahnsteig. Das sieht doch sehr gut aus. Dann bleiben wir hier mittig stehen.
Wahnsinn. Da ist er wieder. So, wie viele Fahrpläne hat er denn jetzt schon? 3, 4, 5, 6, 7. Cool, cool. Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht. Leider 40 Abfahrt, ja, okay. Ich sag, machen wir eine kleine Pause. Jetzt könnte ich mir eigentlich mal kurz angucken, was ich da hinten überhaupt dran habe. Das habe ich einfach mal schnell ausgewählt. Regionali. Erste Klasse hier. Alles klar. Die Wagen schauen alle ein bisschen fertig aus. Könnte ein TLK sein. So, der Kollege fährt Jeske Drahi noch zu. Was denn du sonst noch so dran? Eh nur die Wagen da. Oder warte mal, sind das überhaupt die, wo du schlafen kannst? Nee, ne? Das sind die ganz normalen hier. Nochmal Standard Intercity Abteilwagen. Und Restaurantwagen, ganz zum Schluss. Okay. Zedreh, rein in die Lok. Dies wird super. Ich könnte es ja gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue. Oh, ich hoffe, die Station wird nicht geschlossen sein. Ich weiß gar nicht, ob sie vorher offen gewesen ist für alle. Ich werde mir die Dispatcher History angucken. Man sieht so einigermaßen immer die gleichen Namen. Das ist kein gutes Omen. Naja, lassen wir uns überraschen. Vielleicht gibt es dann sogar heute am Abend noch ein Update im Forum. Das wird es dann vermutlich nicht mehr ins Video reinschaffen. Aber wenn das jetzt der Test gut läuft, gehe ich mal davon aus, wird jetzt in den nächsten Tagen öfter online sein. So, Abmarsch. Ich würde mir jetzt empfehlen, so einen Regio Express mal mit einer ET41 zu fahren. Das Ding geht richtig geil ab. So, ciao EFTL. Haben sie gut gemacht. So das Layout hier von Schermin wäre eigentlich auch was für Transport FIFA 2. Da habe ich heute wieder angefangen, hier meine Modliste aufzubereiten. Ich habe da aber alle Mods, die ich so irgendwie abonniert hatte, deabonniert und habe mir dann neue Sachen geholt, damit ich auf dem aktuellen Stand bin. Hab heute den halben Tag damit verbracht, die Mods zum Laufen zu kriegen. Weil dann Reihenfolge wichtig ist und dann fehlt vielleicht irgendwo wieder ein Dependency, whatever, es ist Transport FIFA 2 halt. Habe ich dann auch zum Laufen geklickt. Ich bin jetzt bei 744 Mods und die Frames sind so mittelmäßig. Also sobald ich halt schneller irgendwo hin und her gehe,
Da bin ich halt wieder unten bei 20 FPS. Wenn ich gerade nichts mache oder statisch irgendwas tue, dann bin ich bei 60 FPS. Beim Platzieren geht es dann auch wieder runter. Da muss ich noch ein bisschen weiter optimieren. Aber ich habe jetzt fest vor, Transport FIFA wieder aufzunehmen. Bin mir dann ganz sicher, was für ein Konzept ich mit Transport FIFA dann machen werde. Ob ich wieder so klassischer Schönbau mache, aber mit Wirtschaft auf einer großen Karte, wie ich es zum Beispiel mit dieser England-Karte gemacht habe, oder ob ich nicht Kleinprojekte mache, auch mit einer kleinen Karte, dass man dann zum Beispiel sagt, man baut wie so eine kleine Nebenbahn auf, wo es jetzt irgendwo so in der Tal reingeht und das dann halt richtig schön detailliert. Und dann macht man mehrere so kleinere Projekte, das ist halt ein rein schöner Bau, ohne jetzt irgendwie, dass man schaut, dass das Ganze wirtschaftlich ist oder halt eben schon wirtschaftlich. Ich bin irgendwie schon ein Fan, das schön zu bauen und dass ich halt effektiv kein Geldsheet dafür nutzen muss, sondern dass das, was ich da baue, dann auch effektiv funktioniert. Aber da könnt ihr gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr dazu hält. Ob man da eher mehr so kleinere, mehrere Kleinprojekte macht oder halt eine größere Karte, ist dann in Schönbau, aber halt mit Wirtschaft. Würde sich mal bei Gelegenheit mal wieder so Hans Dampf seine Videos angucken. Der König des Schönbauens, nach wie vor. Ich frage mich echt, woher sich die ganze Zeit nehmen kann und die Kreativität über all der Zeit, diese gigantischen Maps zu basteln, die er da immer hat. Dreh, gleich ist es soweit. 57, dann sind wir eh gleich bei der Seite vom Abfahrhof. Mal schauen, ob wir oben oder unten reinkommen. Ha! Habe ich das lange nicht mehr gesehen. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen in Stare Lipovo. Alter, wie krass. So cool. Natürlich alles High Level. Das konnte ich mich gar nicht mehr erinnern hier. Aber sieht geil aus. Und keine Langsamfahrstelle. So nice. Aufpassen, dass ich richtig anhalte vom ganzen Gucken hier. Das ist in der Gegend rumgucken und gleichzeitig fahren, war in der Vergangenheit nicht so gut bei mir. Ja, sieht gut aus hier. Okay. 2 Minuten sollen wir am Bahnsteig stehen. Jetzt sind es 80. Was macht der? Ja, da hat man die Tafel für die 80. Stimmt, da waren diese Gleise zum Warten.
ein bisschen mehr bremsen hier. Das ist ein Spieler, ja, der schaut nach Spieler aus. Das ist doch kein Passenger Spawn hier. Also das ist der TOV Spawn und der fährt Lutz. Tschüss. Und da rechts, glaube ich, ging es in so eine Pseudo-Industrie mit rein und da standen damals, glaube ich, mal so Kiebel rum. Meint ich. Oh geil, da ist jemand über Rot. Das fängt ja schon mal gut an. Da ist die andere zweigleisige Strecke. Und da vorne ist der Bahnhof. Ja, da noch ein bisschen Abstellgleise hier. Da rechts hinten, meinte ich, standen die Kiebel. Da steht jetzt nichts mehr. Wir fahren jetzt hier oben rauf. Oh, ist das cool. Sollte mal bremsen. Starry Lipövü. Wie weit geht der Bahnsteig eigentlich? Du bist da vorne. So, wie lange kann ich hier kurz rumstehen? Ich habe eigentlich schon wieder Abfahrt. Oh, ich muss hier mal schnell raus. Ich muss ein Foto machen. Sorry. Was nochmal? F12, ne? Ah, F9. Ah, F8. Wow, ich bin so nervös. So, F8. Dann fahren wir mal wieder. Jetzt gibt es hier noch Stress. Ich nicht mehr wusste, wie man Screenshot macht. Ich bin so aufgeregt. Da hat sie auch noch die Ausweichgleise hier da oben. Aber es ist noch so, wie ich es im Kopf hatte hier. Abgesehen von dem Zeugs, was da rumsteht. Gut, kann das sein, dass damals diese Kiebel da rumgestanden sind. Von einer Custom Auto-Exe gekommen sind. Da bin ich mir nicht sicher. Damals als Anfänger habe ich das auch nicht weiter hinterfragt. Oh, da kommen die andere Seite vom Bahnhof hier wieder zusammen. Und jetzt haben wir hier ein kleines SBL-Stück. Und dann kommt hinten der nächste Bahnhof. Oh mein Gott, ich will hier unbedingt FDL sein. Aber ich könnte mir noch vorstellen, dass es hier in dem Bahnhof noch richtig gut abgehen kann. Ehemaliges Stellwerk da hinten. Aber man hat wenigstens Platz für ein bisschen Puffer. Sieht man dabei die Strecke mal hier weitergegangen noch da hinten. Aber jetzt nicht mehr. F18, 19, 18, 15. Und der FDL, der einzige unter 10. Paparazzi. Aber die meinte ich von damals auch schon da.
So, wie sieht's denn aus mit seinen Fahrplänen? Jo, es wird gut voll. Und typisch SWDR, es kommt mir da die meisten alle von einer Richtung. Ob ich vom SWDR das bei den Stationen immer macht? Also gefühlt eine Seite voll machen und dann geht's weiter mit der nächsten Seite. Oh, Chris, was ist denn los? Hast du Stress? Warum haben wir da rot? Das Signal sagt grün. Aber doch ein Defekt hier. Ja, yeah, das zeigt halt irgendwas an. Was haben wir hier für Signal? Signal 1358. Entschuldigung. Bitte nicht rückwärts. Ich meine, bei SPL war es ja dann so, können wir ja drüber fahren. Mit 20, glaube ich, sind es maximal. Und kommt der Hammer? Nee. Ja, mal gucken, also entweder ist es jetzt einfach ein Fehler vom Umbau hier oder das Signal hat einfach wirklich einen Geist aufgeben. Soll passieren. Außer vom Chat her sehe ich jetzt ansonsten kein größeres Drama von den Leuten. Ach, dann wird er... Warte mal, wo war das? 1358 war das. Und ich habe gesagt, das war... Naja, 1358. Das ist genau das gleiche Signal. Das wäre es dann mit Pimp Design. Und da vorne ist der andere Bahnhof.
Wie ist da der Bahnsteig? Da vorne. Da bin ich ein bisschen flott. Ach stimmt, das war ja auch größer hier. 1, 2, 3, 4 Bahnsteigkanten. Das sieht doch gar nicht mal so schlecht aus. Sehr gut. Und da glaube ich, wir uns dann halt wieder jeweils 2-2-Gleisige hier weiter. Wir sehen es jetzt gleich, wenn wir da runterfahren. Dann können wir hier schon mal lösen. Es geht weiter nach Thomas Komazowicki. Und dann Lika. Frag mich, ob der auf der FDL so ein bisschen nervös ist, indem jetzt alles High-Levels hier drin sind. Was nicht immer automatisch heißt, dass ein High-Level super kompetent ist, ne? Gibt ja auch noch diese Powerfahrer. Wir waren ganz oben. Könnten wir da noch. Ah ja, wir haben dann auch einen Verbindungskreis noch da unten. Wenn es denn wäre. Bei dem Stellwerk könnte es richtig gut halten. Da steht zu. Okay. Ich glaube, ein paar Probleme hat er. Ich habe jetzt leider den Übersetzer nicht am Laufen. Aber gut, dafür gibt es so Tests. Beziehungsweise, eigentlich wird es doch von dieser Szenerie, Prüfer, Gremium, wenn mir jetzt gerade der Name nicht einfällt, eigentlich durchgeprüft. Dass man gröbere Fehler findet, bevor es freigegeben wird. Eigentlich. Ach, 2-0, das ist, glaube ich, der Typ, der hier gestanden ist. Wird zumindest zur Nummer passen. Wenn er jetzt irgendwie dauerhafte Störung da drin hat, dann würde ich das zumindest in die Welcome-Message reinmachen, damit die Fahrer Bescheid wissen. Oder Station dicht machen, je nachdem wie kritisch das ist. Wie gesagt, kein Plan, wir sind jetzt ja nur durchgefahren, aber schön war's. Nach all der Zeit. So, und wenn du jetzt bitte nicht abschmierst, dann wäre das total super, damit ich zumindest nach Thomas gucke.
Hatten übrigens gerade gestern unseren Fahrtag gehabt. Lief soweit eigentlich ganz gut. Leider von den Fahrern ein bisschen weniger los. Dispo hat aber einigermaßen gut funktioniert zum Verteilen. Thomas Co. und Kno hatten ein bisschen was zu tun mit Lokwechsel. Und bei dieser Strecke war ein bisschen weniger unterwegs. Aber ansonsten glaube ich, ist es ganz gut gelaufen. Auch wenn wir leider geplagt gewesen sind von diesen Random Crashes. Da hat es mehrere Leute zerlegt. Und die Planung für den nächsten Fahrtag können wir jetzt auch anders machen. Also einerseits wird das nächste Datum viel früher ausgeschrieben. Und dann gibt es dann schon mal eine Umfrage, wer als Fahrer dann so alles mitmachen wird oder kann oder will. Basierend auf dem so ein bisschen die Streckenplanung orientieren können. Und jetzt machen wir so, dass sich da Grüppchen bilden können und einen Streckenvorschlag erarbeiten können, der gewisse Kriterien erfüllen muss. Für das mache ich auch noch einen Vorschlag. Und damit gevotet und das mit den meisten Votes wird dann umgesetzt. Da bin ich mal gespannt. In September, Oktober, November, Dezember. Mal schauen, wann wir den nächsten machen. Vermutlich eher weniger Ende Dezember. Da sind die Leute eh am Party machen. Und Anfang Dezember. Mal gucken. Aber sicherlich erstmal nicht nächsten Monat. Weil vor allem die Leute brauchen ein bisschen Vorlaufzeit. Also gerade die Strecke zur Planung Co. Und die ganzen Abstimmungen. Ja, ich sollte mir eigentlich ein bisschen runter mit der Geschwindigkeit hier. Ja, wunderbar. Ah, schick. Wieso schickst du mich jetzt da nach unten? Ich hätte doch einfach geradeaus fahren können. Ach so. Deswegen. Hab nichts gesagt. Andererseits. Was machen die da? Der Typ hat keinen Fahrplan, oder ist er mit dem Fahrplan daherkommen und dann hat es geheißen einmal umlaufen, weil eingleisig gerade doofe Verbindung? Ja, wird vermutlich das sein. Ah, war ich zu früh? Ja. Litzavice. Stimmt nicht ganz der Name hier. Okay. Ja, 12 ab. Ja, ja. Könnte schlimmer sein mit der Verspätung. Hoffentlich vergisst du den Zugschluss nicht. Hat eigentlich jemand von euch das schon mal erlebt, dass ihr einen Radiostop kassiert habt, weil ihr den Zugschluss nicht anhaltet? Man ist ja eigentlich berechtigt, weil aus FDL-Sicht müsste man davon ausgehen, du hast eventuell was verloren.
Also, ich persönlich habe für mich ja noch keinen kassiert. Diesbezüglich. Aber ich wurde darauf hingewiesen, dass ich das schnellstmöglich korrigiere. Aber ein einziges Mal hatte ich wirklich den Fall, dass ich Wagen verloren habe. Und zwar war das nach einem Manöver in die Gotha, aus welchen Gründen auch immer, ist ein Teil von die Wagen stehen geblieben. Da hat er noch gemeint damals, dass ich das eventuell absichtlich gemacht habe, was ich garantiert nicht gemacht habe. Aber das war das einzigste Mal, wo das passiert ist. Beziehungsweise ist gleich der ganze Zug gar nicht mitgekommen, als andere versucht haben anzukuppeln. Es ist hier auch so ein nerviger Bug. Den gibt es bis heute noch. Wobei in den schärfter Form, also manchmal geht's, dass andere angucken können und dann wieder nicht. Aber ich habe mir das angewohnt. Kuppeln am Einzug mache ich nur selber. Bevor sich da was verabschiedet. In der Station könnte man eigentlich diesen dritten Anschluss reaktivieren. Ich glaube, dann wäre hier noch ein bisschen mehr los. Und die Strecke ist ja, glaube ich, für ein paar Kilometer sogar verlegt, aber halt ohne Deko halt drauf. Passen. Wollen wir parallel Discord gucken, was da so abgeht? Stare Lipovo ist, so wie es aussieht, nicht gesperrt. Also nicht privat, so. Kann sich die Daten gerade aus GitLab also mal runterladen. Coole Sache. Oh. Never mind. Ja, zumindestens stationlich hat sich gerade aktualisiert, dass der Lipovo im Moment nicht public ist. Ja, gut. Wir lassen es überraschen. In den nächsten Tagen oder Wochen wissen wir dann mehr. Das ist jetzt, wie gesagt, die Station ging gerade ein paar Minuten online, bevor ich da das mit dem Video gestartet habe. Ja, sollte dann gleich da hinten Licker auftauchen. Schöner Bahnhof. Wir werden da. Der Kuba.
19. Ohne Einfahrt. Ich verstehe das nicht. Oder doch? Nee. Ach, von da. Oh nee. Jetzt kommt er mit der Einfahrt. Ist, ich bin sein zweiter Zug. Und seit einer Stunde. Oh Scheiße, ich muss runterreißen. Einer Stunde bin ich. Der einzigste, der jetzt hier durchgefahren ist? Schade. Die Bremsung war jetzt nicht sehr schön, aber zumindest zweckmäßig. So, einmal nach draußen. Wunderbar. Ja, war eine nette kleine Fahrt. Muss sagen, hat mich jetzt sehr gefreut mit Star Rally Povo. Das werden wir uns auf jeden Fall nochmal genauer anschauen in einem zukünftigen Video. Beziehungsweise, sobald das Ding public wird, werde ich mal schauen, dass ich da hier selber mal FTL drin bin. Beziehungsweise mal schauen werde, dass wenn es geschlossen bleibt, dass ich mich anmelden kann. Da werde ich jetzt schon ein bisschen scharf drauf. Oder nee, bleib mal stehen hier. I8. Okay. Machen wir nochmal schön den Screenshot hier. So. Also. Wunderbar. Und dann wünsche ich euch eine gute Fahrt und wenn ihr die Möglichkeit habt und ihr seht, da die Probe ist online, fahrt mal durch. Bis dahin. Ciao, ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.